vielen Dank erstmal für die nette Begrüßung. Ich will ein paar einführende Sätze sagen zu der Thematik und das wird am Ende vielleicht die ganze Bandbreite deutlich machen, in der wir da diskutieren. Dann wäre ich sehr interessiert daran, weil ich dann anschließend leider ins Ausland muss, die Diskussionsergebnisse mitzubekommen. Also wenn tatsächlich konkrete Handlungsorientierung da sind, wäre es toll, wenn wir dann vielleicht auch gemeinsam ein bisschen daran arbeiten könnten. Herr Schröder aus unserem Hause wird das weiterhin verfolgen, auch wenn ich dann weg bin, sodass sichergestellt ist, dass ich die ganzen Diskussionsbeiträge und das, was Sie dann zusammenfassen, auch mitbekomme. Ich will zunächst mal sagen, ja, im Koalitionsvertrag gibt es einen Abschnitt, in dem es um die Stärkung der gemeinwohlorientierten Wirtschaft geht. Und mir ist gesagt worden, das ist für das Land, ich bin erst seit zweieinhalb Jahren wieder zurück, kein neues Thema. Schon in den 80er und 90er Jahren wurden in dem Wirtschaftsministerium damals noch als alternative Unternehmen bezeichnete Gründungen gefördert. Diese Aufgaben übernahm später dann interessanterweise das Arbeitsministerium, das sich noch heute mit der Begleitung des sozialen Unternehmertums beschäftigt und damit die Aufmerksamkeit auch der Kommission in Brüssel erregte. Fragen hierzu müssen dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem MAIS, dem Arbeitsministerium, beantworten. Vielleicht kommen die auch in die Diskussionszusammenhänge dann hinein, wenn wir eine zweite oder dritte Runde der Diskussion miteinander haben. Wir denken, dass es nicht allein um dieses soziale Unternehmertum geht, sondern um einen Übergangsbereich zwischen klassischer Profitorientierung und Non-Profit-Orientierung von Unternehmen, der offenbar wieder an Boden gewinnt und unterstützungswürdig ist, und zwar aus unserer Sicht. Ich sage das hier schon mal gleich am Anfang. Der Anlass, uns mit dieser Frage im Wirtschaftsministerium zu beschäftigen, war nicht der Koalitionsvertrag, sondern eine Diskussion, die nach dem Beginn der Krise auf den Finanzmärkten im Jahr 2008 mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat. Es handelt sich um die in Unternehmerkreisen vor allen Dingen sehr intensive Diskussion um Corporate Social Responsibility, kurz CSR genannt. Gemeint ist damit, dass ein Unternehmen bereit sein muss, Verantwortung für die Wirkungen zu übernehmen, die von ihm ausgehen. Und zwar auf die Zulieferer, die Kunden, die Beschäftigten, die Umwelt. Immer weniger Unternehmen, und dazu gehören auch unsere DAX-Konzerne übrigens hier in Nordrhein-Westfalen, sind ausschließlich auf die kurzfristige Gewinnorientierung fixiert, sondern wollen ihren langfristigen Bestand sichern. Vielleicht kann ich da einfügen, wir haben vor zwei Wochen die CEOs der DAX-Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zu uns eingeladen. Und die haben da nicht irgendwie Vertreter geschickt, sondern es kamen alle die Bosse selber. Und die haben deutlich gemacht, eine langfristige Überlebensstrategie geht ohne CSR, ohne Übernahme von Verantwortung für die Lieferkette, für die Beschäftigten, für die Umwelt überhaupt nicht. Und das wurde so intrinsisch motiviert vorgetragen, da mag der ein oder andere rhetorische Beitrag auch gewesen sein, aber das konnte man denen abnehmen, dass das tatsächlich da so drin ist bei denen. Sie wissen, dass das nur geht, wenn sie sich als Teil einer Gesellschaft und der Umwelt begreifen. CSR macht zugleich aber auch deutlich, dass es nicht mehr einfach ist, in egoistische und altruistische oder profitorientierte und nicht profitorientierte Unternehmen zu unterscheiden. Die Grenzen verwischen. Feindschemata verlieren ganz offenkundig ihre früheren Schärfen. Es ist hilfreich, sich das vor Augen zu führen, wenn wir uns mit der sogenannten gemeinwohlorientierten Wirtschaft beschäftigen wollen, weil das ist ein weicher Teil dieser ganzen Debatte, der noch gar nicht so richtig greifbar ist, aber den sollten wir uns auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Was ist denn nun Gemeinwohlorientierung? Also könnte man sagen, gemeinwohlorientiert sind Unternehmen, die nicht für globalisierte Märkte, sondern für lokale Märkte arbeiten. Das ist sicher schwierig, so eine Abgrenzung vorzunehmen. Oder sind Genossenschaften gemeinwohlorientiert? Da werden Sie ja gleich sicherlich auch noch einige Sätze dazu sagen. Nicht alle Genossen sind erfreut, will ich dabei einfügen, wenn das Geld für Dritte ausgegeben wird. Sondern man beteiligt sich natürlich an der Genossenschaft, weil man auch
materielle Interessen sich davon verspricht, die nicht unbedingt Gemeinwohlorientierung sein müssen. Wer eine Genossenschaftseinlage zeichnet, wird auch eine angemessene Verzinsung erwarten, vermute ich mal. Und es gibt große Firmen, die weltweit operieren, aber Stiftungen besitzen, die sehr viel für das Gemeinwohl tun. Sind diese Unternehmen gemeinwohlorientierte Unternehmen? Und als ehemaliger Gewerkschaftssekretär erinnere ich mich sehr, sehr gut an die gewerkschaftliche Gemeinwirtschaft und ihre Zukunft, an die gleichnamige Bank, Bank für Gemeinwirtschaft, an Einkaufsgenossenschaften oder die neue Heimat. Und auch da haben wir immer schön über Gemeinwohlorientierung geredet, intern in Gewerkschaften. Diese Art von Gemeinwirtschaft hat sich jedenfalls damals als nicht ganz überlebensfähig erwiesen. Und das lag nicht nur an den Rahmenbedingungen, sondern auch an handelnden Personen innerhalb des Systems. Ich will damit zum Ausdruck bringen, mit diesen Beispielen, ganz offenkundig geraten wir schnell in Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn wir uns näher mit der Frage der Gemeinwohlorientierung von Unternehmen beschäftigen. Das ist ein erster Diskussionsansatz bei uns im Ministerium, würden lieber von Folgendem sprechen. Bürgerinnen und Bürger sind bereit und durchaus in der Lage, sich selbst zu organisieren, wenn sie gemeinsame Probleme oder Wünsche entdecken. Das können die gemeinsame Energieerzeugung, die Wohnungsversorgung oder die Mobilitätsversorgung sein, aber auch die gemeinsame Kreditgewährung oder Produktion von Waren und Dienstleistungen. Auch der gemeinsame Einkauf vielleicht gehört zu diesem Spektrum. Bei solchen Unternehmen steht nicht eine Gewinnabsicht im Vordergrund, sondern die Erbringung einer gemeinsamen Leistung für alle Beteiligten. Der Kapitalgeber ist zugleich in der Rolle des Konsumenten. Die anonyme Produzenten-Konsumenten-Beziehung wird durch eine aktive Teilhabe an dem Unternehmen ersetzt. Bleibt die Frage des Gewinns. Genau genommen wird jedes Unternehmen Gewinn machen müssen, denn sonst bekommt es keinen Kredit und ohne Kredit ist Geschäft in der Regel nicht möglich. Und wie soll zurückgezahlt werden, wenn es keinen Gewinn gibt? Es geht also nicht um den Gewinn als solchen, sondern um die Gewinnverwendung. Das würde ich gerne auch zur Diskussion stellen. Wohnungsbaugenossenschaften verzinsen zum Beispiel damit die Einlagen ihrer Genossen. Kirchen und andere soziale Organisationen unterhalten gemeinnützige GmbHs, die oft kleine Gewinne abwerfen und die sie auf andere Projekte verteilen. Die Diakoniewerk gemeinnützige GmbH der Evangelischen Kirche in Mülheim zum Beispiel verwendet den Gewinn für die Mülheimer Tafel. Ein Beispiel für gelungenes Bürgerengagement in Form einer Selbsthilfe ist aus meiner Sicht die GLS-Bank in Bochum, von der ich mir bei einem Besuch im letzten Monat selbst ein eigenes Bild verschaffen konnte. Auch die GLS-Bank wirft Renditen ab, aber die Genossen bestimmen, wofür dieser verwendet wird. Sie bestimmen auch mit, an wen Kredite vergeben werden und wie das Geld durch sonstige Anlagen verdient wird. Besonders wichtig erscheint mir der Aspekt der Selbstorganisation zu sein. Besonders wichtig, dann die aktive Rolle der Unternehmenseigner und schließlich die Frage der Gewinnverwendung. Diese drei Dimensionen würde ich ganz gerne auch zur Diskussion stellen wollen. Diese Unternehmen sind in der lokalen oder regionalen Gemeinschaft und Umwelt verwurzelt. Sie können ohne diese Verbindung nicht existieren und lassen sich deshalb auch nicht einfach verlagern. So etwas sorgt für stabile Sozialstrukturen. Diese Unternehmen entlasten die öffentliche Hand, weil sie sich auch im Infrastrukturbereich für Lösungen einsetzen. Wenn zum Beispiel nicht die Wohnungsbaugenossenschaft für bezahlbaren Wohnraum sorgt, müsste es die öffentliche Hand tun. Diese Unternehmen bilden deshalb für das Wirtschaftsministerium eine wichtige Komponente in der Unternehmenswelt. Wir gehen noch davon aus, dass das Gewicht dieser Unternehmen zunehmen wird, weil immer mehr Bürgerinnen und Bürger in unserem Land weg wollen von dieser anonymen Geldanlage. So berichtet der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband in seinem Jahresbericht 2011 von allein 30 neuen gewerblichen Genossenschaften. Bundesweit hat sich die Anzahl an Energiegenossenschaften seit 2008 vervierfacht. Diese Zahlen und viele andere Beispiele nachzuurteilen, war es nur folgerichtig, dass im Koalitionsvertrag eine intensivere, konstruktive Begleitung angekündigt wurde. Wichtige Hilfen von unserer Seite könnten, wie im Koalitionsvertrag angedeutet, in der Beratung und in den Finanzierungshilfen durch Bürgschaften oder Investitionsförderung bestehen.
unter welchen Bedingungen das sinnvoll und möglich ist, prüfen wir gegenwärtig intern, aber wir würden uns auch freuen, wenn wir da Hinweise aus der Debatte hier erfahren. Welche Rechtsform dabei zu wählen ist, wird sicher vom Einzelfall abhängen. Deshalb kommen auch fast alle vorhandenen Möglichkeiten in Frage. Die deutsche Genossenschaft, die europäische Genossenschaft, aber auch die klassische Form der GmbH oder Aktiengesellschaft, vielleicht auch die gemeinnützigen Formen der GmbH oder GAG. Daneben stehen der Verein, die GBA, die GmbH und so weiter, auch als mögliche Formen in Frage. Auch die kleine Genossenschaft bzw. der wirtschaftliche Verein wird von uns gegenwärtig geprüft. Nachdem die richtige Rechtsform gefunden ist, ist aus etwaigen Finanzierungsmodellen auszuwählen. Hier muss zum Beispiel geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen zum Beispiel eine GBR bei der BaFin prospektpflichtig wird. Um hier Unternehmertum nicht an der falschen Stelle einzuschränken, bedarf es ausführlicher Beratungsangebote. Auch an dieser Stelle sind wir unterwegs, besteht bereits ein breites Angebot an Beratungseinrichtungen im Lande. Die Gründung von Genossenschaften wird zum Beispiel vom Genossenschaftsverband begleitet. Für gängige Unternehmensformen stehen die Starter Center zur Verfügung, für Gemeinschaftsunternehmen im Bereich der Energieversorgung die Energieagentur. Wir werden sehen, ob wir das noch ergänzen müssen, und auch da sind wir für Hinweise sehr dankbar. Zum ganzen guten Schluss, schon im 19. Jahrhundert brachte die Arbeiterbewegung erste Konsumgenossenschaften hervor. Formen der Selbstorganisation und Selbsthilfe gab es schon im Mittelalter. Aktuell haben wir es mit einer Art von Renaissance dieses alten Gedankens zu tun, und wir haben vor, liebe Daniela Schneckenburger, die auch zu nutzen. Vielen Dank.